We stand with you. We stand with you. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. He'll never extinguish their love of freedom. And he will never, never weaken the resolve of the free world. Oje, oje, was für ein gespenstischer Auftritt wieder einmal von US-Präsident Joe Biden vergangene Nacht in Washington. Sleepy Joe, wie ihn unser Präsident Donald Trump auch nennt, hat es wieder getan. Er hat die Ukraine mit dem Iran verwechselt. Nochmals hat er schon letzte Woche einmal. In Millionen von US-Haushalten gab es vor den TV-Geräten nur einen Stoßseufzer. Oh mein Gott. Denn wir dürfen nicht vergessen, der Mann, auch wenn er höchstwahrscheinlich nur eine Marionette ist, was man in diesem Fall hoffen muss, dieser Mann ist der mächtigste Mann der Welt, zumindest was die Schlagkraft angeht. So jemand hat die Macht über den roten Knopf auf die Atombomben. Mehrfach stotterte der angespannt wirkende Biden während seiner Rede an die Nation. Als er auf den Krieg in der Ukraine zu sprechen kam, schien er kurzzeitig nicht zu wissen, um welches Land es sich eigentlich handelt. Er sagte, Putin mag vielleicht Kiew mit Panzern einkreisen, aber er wird nie die Herzen und Seelen des iranischen Volkes gewinnen. Ja gut, sowas in der Art kennen wir auch von unserer Annalena Baerbock, immerhin auch Außenministerin. Aber das hat noch eine andere Ebene. Die verhaspelt sich einfach, die ist unkonzentriert. Bei Biden muss man schon von einer geistigen Umnachtung, von einer geistigen Krankheit ausgehen. Ich tippe auf Demenz, habe ich ja schon immer gesagt bei ihm. Nicht immer, aber seitdem er halt in den Wahlkampf eingetreten ist seinerzeit. Zuvor hat Biden betont, NATO-Truppen würden nicht nach Europa entsandt, um die Ukraine zu bekämpfen. Er meinte vermutlich, um in der Ukraine zu kämpfen. Am Ende seiner befremdlichen Rede sprach Biden von State of Nation. Immerhin hatte er sich dann noch selbst korrigiert mit State of Union. Wie gesagt, zuletzt hatte der US-Präsident auch schon Afghanistan mit der Ukraine und dem Irak verwechselt oder vorher schon seine Enkelin mit seinem toten Sohn Bo. Ja, da lacht man jetzt drüber. Ist natürlich im Grunde alles andere als lustig. Ist brandgefährlich, wenn so ein augenscheinlich schwerkranker Mann auf so einer Position sitzt. Seine Vizepräsidentin Kamala Harris machte er verbal zeitweise zur Präsidentin. Das hat uns gerade noch gefehlt, aber das nur nebenbei. Wollen wir hoffen, dass die Marionettenspieler, die höchstwahrscheinlich hinter Biden stehen, wenigstens einigermaßen, sind ja Demokraten von da, aber wenigstens so einigermaßen noch einen klaren Kopf behalten. Meine Lieben, haut die rein, macht weiter und wir später auch nicht vergessen, folgt uns auf Telegram, mir und dem Deutschlandkurier, ganz, ganz wichtig und auch auf Getter. Das ist, also Telegram vor allen Dingen, ist die Oase der Meinungsfreiheit. Wenn wir uns hier abschalten, dann verlieren wir den Kontakt nicht.